So, die Spiele mögen beginnen. Dam, 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 dam. Wetten werden an der Stelle jetzt nicht mehr angenommen. Das Ergebnis steht praktisch gesehen schon fest, wenn ihr dieses Video hier seht. Aber ihr wollt natürlich wissen, wie das Ergebnis so zustande gekommen ist. Also, wir gehen wieder in Arcade-Modus, fahren natürlich nach den Arcade-Regeln. Und ich glaube, diesmal nehmen wir einen anderen Fahrer, oder? Bevor mir jetzt einer kommt, ich glaube, ich hatte es im letzten Video schon erwähnt, aber die Fahrer haben alle dieselben Eigenschaften. Es ist wirklich total Schnuppe, welchen Typen ich jetzt hier nehme. Die Sprüche von den Typen sind halt immer so ein bisschen anders und dann lustiger oder so. Wir nehmen jetzt einfach mal Gas und wir versuchen, mächtig viel Gas zu geben und mächtig viele Punkte einzuheimsen und damit, ja, irgendeine Person da draußen mächtig glücklich zu machen. Ich hoffe zumindest, dass ich irgendeine Person tatsächlich mächtig glücklich machen werde. So, nichtsdestotrotz muss ich mich so ein ganz kleines bisschen hier konzentrieren und sollte vorzugsweise vielleicht nicht überall irgendwie gegenfahren. Das Problem an der Sache ist, wie ich vielleicht schon angedeutet hatte, ich kann dieses Spiel. Au. Ich kann dieses Spiel eigentlich recht gut. Beziehungsweise konnte es mal recht gut. Und ich versuche jetzt gerade so ein ganz kleines bisschen mein Skill wiederzufinden. Und da ist er vielleicht andeutungsweise schon mal wieder ein bisschen vorhanden. Na gut. Ja, das Springen kriegen vielleicht andere Leute auch gerade noch so hin. Ach Mann. Ja, übers Ziel hinausgeschossen. Das ist natürlich toll. Das sind wertvolle Sekunden, die mir dann immer abhanden kommen. Und die ich dann immer beim nächsten Passagier irgendwie wieder aufholen muss. Crazy Taxi ist ein Arcade Racer. Ja, so viel habt ihr, glaube ich, mittlerweile mitbekommen. Das heißt, es macht relativ wenig aus, tatsächlich, wenn man gegen andere Fahrzeuge mal irgendwo gegenfährt. Ups, relativ wenig zumindest. Aber nichtsdestotrotz hält das natürlich immer auf und es kostet Zeit. Und Zeit ist in diesem Spiel etwas ganz Entscheidendes, wie wir wissen, denn nur wenn wir noch ein bisschen Zeit zur Verfügung haben, haben wir auch noch genug Zeit, um hier rumzufahren und dementsprechend auch noch, ups, ja, Geld einzuheimsen. Darum geht's einfach. Ups, wir sind Taxifahrer, wir wollen Kohle. Ja, Kohle, Kohle, Kohle. Das ganze System ist so traurig. Wir brauchen immer nur Geld, Geld, Geld. Ja. Und Gas braucht auch ganz viel Geld. Übrigens gibt es zu allen vier Taxifahrern noch eine sehr nette Hintergrundgeschichte in der Anleitung. Also, nein, nett wäre übertrieben. Es ist, ja, keine Ahnung. Das ist so übertrieben auf lustig gemacht und übertrieben auf haha, heile Welt. Und ja, das sind alles total nette Typen und so. Und ja, die haben alle irgendwie keine Probleme im Leben. Und es macht ja so viel Spaß, Taxifahrer zu sein oder so. Es ist. Ja, er liest sich ganz toll beim ersten Mal, beim zweiten oder dritten Mal dann vielleicht nicht mehr. Und wenn man die Anleitung nach 10 Jahren so ungefähr wieder mal in der Hand hat, dann kommt man nicht umhin, so ein ganz kleines bisschen zu schmunzeln und sich zu fragen, okay, Sega, was zum Teufel habt ihr euch damals dabei gedacht? Crazy Taxi hat übrigens noch 2 Nachfolger bekommen. Meines Wissens. Also, vielleicht sind es auch noch mehr Nachfolger. Aber ich bin ziemlich sicher, bin mir ziemlich sicher, dass es noch ein Crazy Taxi 2 und ein Crazy Taxi 3 gibt. Die allesamt noch ein kleines bisschen rasanter sind und in denen es noch ein bisschen chaotischer zur Sache geht. Ich glaube zumindest, sowas mal andeutungsweise gehört zu haben. So, da wird zum Heliport. Was macht man in diesem Spiel eigentlich, um sich ein kleines bisschen abzuheben, beziehungsweise um ein bisschen besser zu fahren? Nun, man macht so komische Verrenkungen auf dem Controller, wie ich mal. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Nicht gut. Man macht so komische Verrenkungen auf Controller, wie ich momentan. Verrenkung ist vielleicht auch ein bisschen zu viel gesagt, aber im Grunde genommen, ja, dieser Arcade Racer hat auch verschiedene Tricks und Kniffe, die man eben ausführen kann. Das gehören zum Beispiel der, oh Gott, jetzt komme ich mit den Begrifflichkeiten bestimmt hintereinander. Also, beziehungsweise das, was ich hier die ganze Zeit ausführe, was man. Vielleicht hört man es auch so ein bisschen, wie der Controller die ganze Zeit so ein bisschen klackert. Weil ich, ja, also mit dem rechten Schulterbutton gibt man Gas. Und das ist eben das, was eben die ganze Zeit so klackert. Und ich. Oh, ich stand nicht richtig dran. Okay. Das war doof. Hier irgendwo hinten müsste doch noch einer gewesen sein. Bitte. Kentucky Fried Chicken. Du willst 60 Meter weiter. Kannst du nicht gehen? Nein, anscheinend nicht. Ups. Ich versuchte.
andeutungsweise zu erklären, wie das hier funktioniert. Moment. Jetzt muss ich erstmal. Nee. Ah, genau. Ah, noch ein Fahrer noch zur Kirche. Okay. Ja, das ist so eine Art Crazy Boost oder wie auch immer man das nennt. Diese ganzen Moves haben irgendwie das Kürzel Crazy praktisch vorne dran und ja, das soll irgendwie lustig sein oder so. Ich weiß nicht. Und dieser Crazy Boost lässt sich praktisch dadurch ausführen, dass man. Also in diesem Mal, seht ihr unten rechts ja, die Taxis, in denen man sitzt, die haben zwei Gänge. Einmal eben einen Vorwärtsgang und einmal einen Rückwärtsgang. Und wenn man geschickt zwischen diesen beiden Gängen agiert und immer mal fröhlich hin und her schaltet, dann kann man ganz lustige Sachen aktivieren, wie zum Beispiel eben diesen Crazy Boost. Mein Gott. Ich schalte ganz schnell vom Rückwärtsgang in den Vorwärtsgang, gebe dabei zum richtigen Zeitpunkt Gas und das Taxi kommt ein bisschen schneller aus dem Hufen. Und das war dumm. Das war noch dümmer. Das war scheiße. Lalalala. Ui, 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 ui. Und das kann man natürlich mehrmals machen und so oft wie man lustig ist, weil es gibt keine ja, Move-Anzeige oder irgendwie sowas in der Art. Das heißt, es kommt ganz allein auf das fahrerische Vermögen von euch an, beziehungsweise einfach nur, ja, kommt einfach nur darauf an, wie lieb ihr eure Controller habt. Scheiße. Ich habe nicht drauf geachtet. Baseballstadion. Ja, Baseball, Baseball, Baseball. Ich dachte, der wollte zur komischen Station dort hinten. Nicht gut. Jetzt sind wir hier so weit wie beim letzten Mal. Aber ich habe schon mehr Punkte als beim letzten Mal, glaube ich. Heliport, nein, da wollte ich eigentlich nicht. Ja, na gut, es ist noch genug Zeit vorhanden. Weil wir bekommen ja nicht nur die Bonuszeit gut geschrieben, wie euch vielleicht ausgefallen ist. Also diese, immer diese 5 Sekunden, wenn wir den Fahrgast besonders schnell abliefern. Sondern eben auch noch, wir bekommen auch noch die Zeit praktisch immer oben drauf, die wir allgemein für den Fahrgast zur Verfügung haben. In dem Fall waren das jetzt eben etwas über 30 Sekunden. Und wenn ich jetzt eben 9 Sekunden übrig habe, um diesen Fahrgast. Also, wenn ich 9 Sekunden übrig habe, wenn ich, sobald ich diesen Fahrgast eben hingebracht habe zu seinem Zielort, dann bekomme ich eben nicht nur diese 5 Sekunden gut geschrieben, sondern habe weiterhin eben noch diese 9 Sekunden zusätzlich auf dem Punkte, also beziehungsweise auf dem Zeitkonto. Versteht man so ungefähr, was ich sagen will? Ich weiß es nicht. Es ist auch schwierig. Ich versuche hier einen einigermaßen hohen Highscore irgendwie aufzustellen, weil ich die Hoffnung habe, dass irgendwelche Leute da draußen sich nicht von meiner ersten Performance haben abschrecken lassen und vielleicht eine halbwegs vernünftige hohe Punktzahl angegeben haben und genau diese Leute will ich nicht enttäuschen. Nein, der Hering hat es so ein ganz klein wenig drauf. Ja, man will es eigentlich nicht glauben, wenn man mich ab und zu mal hier so agieren sieht, aber von Zeit zu Zeit hat der Hering tatsächlich auch sowas wie ein fahrerisches Vermögen in Arcade Racern. Und jetzt wollen wir uns hier mal in der Stadt so ein ganz kleines bisschen weiter fortbewegen. Ups, ja, das ist immer noch eine Stadt. Ja, dieser Arcade-Kurs ist streng genommen eigentlich ein Rundkurs. Wenn man es perfekt anstellt, beziehungsweise sich immer die richtigen Fahrgäste heraussucht, dann schafft man es irgendwann einmal ganz herum und dann landet man auch wieder beim Startpunkt. Und ja, ich weiß nicht, ob uns das tatsächlich gelingen wird, weil dafür, ja, da muss man einfach die perfekte Route für kennen. Und das, nee, das habe ich nicht drauf. Ich wüsste jetzt spontan nicht, was für Fahrgäste ich mir in mein Taxi holen muss, damit das reibungslos klappt mit dem einmal rumfahren. Ah, da. Dup, 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 dup. Okay. So, normal. Hinter uns. Ne, der Grüne. Oh, mal gucken, wo der hin will. Du willst, zum Baseballstadion. Nein, da wollte ich eigentlich nicht hin. Aber okay, gut. Es gibt $566. Ich glaube, damit können wir ganz zufrieden sein. So, wenn uns dieser Pfeil jetzt nur irgendwie hier herausbringt. Moment. Nee, Moment. Moment. Da müssen wir raus. Ja, ganz schnell. Turbo-Boost. Es ist wirklich nicht einfach, gleichzeitig zu labern und so. Deswegen verzeiht es mir, wenn das irgendwie nicht so fishy-kompetent wie sonst immer an der Stelle ist. Aber, ups. Ja gut, Gegenfahrbahn bin ich früher immer ganz gerne gefahren, als ich das mit der Steuerung noch ein bisschen besser drauf hatte. Weil, am einfachsten bekommt man tatsächlich Trinkgeld, wenn man ganz nah an anderen Fahrzeugen so dran vorbeifährt. Dann seht ihr schon, beziehungsweise habt ihr die ganze Zeit gesehen, wie der Fahrgast da immer mal wieder ein paar Dollar in die Luft wirft.
So, Police Station. Die wollen immer ganz fröhlich hin und her. Das ist schön, aber irgendwie... Eieiei, immer hin und her und wieder über diesen komischen Mini-Highway oder was auch immer das ist. Ups, 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 ups. Und ja, jetzt sieht man es. Zack, mal 50 Cent. Und man kann daraus natürlich eine Combo machen. Je öfter man fehlerfrei eben an den Fahrzeugen hier vorbeifährt, ups, fehlerfrei, desto höher wird der Combo-Zähler und desto mehr Trinkgeld bekommt man dann auch tatsächlich. Aber jetzt wird es mal Zeit, irgendwie doch ziemlich knapp bemessen. Finde ich. Ganz ehrlich. 2 Sekunden, das ist blöd. Hinter mir ist noch ein roter. Irgendwo. Irgendwo, danke. Skybank. Bitte, schnell. Ich habe nicht viel Zeit. 8000 will ich schon schaffen. Los, komm. Also, oh, früher, in meiner Glanzzeit, habe ich das tatsächlich mal geschafft. Allerdings auf einem anderen Kurs. Auf der Originalstrecke. Da habe ich es geschafft, Moment, irgendwas mit 20.000 Dollar oder so zu erringen. Und das war dann auch, da bin ich ziemlich lange diesen Arcade-Modus auch tatsächlich gefahren. Und das war dann auch der Moment, wo ich dann irgendwann von selber keinen Bock mehr hatte. Also, wo ich dann einfach aufgehört habe. Weil, nö, das ging mir dann, wie lange bin ich ja gefahren? Bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde oder so. Das ging mir dann auch irgendwann auf die Nüsse. Also, ganz ehrlich, das Spiel ist schön, das Spiel ist nett, aber das muss man nicht die ganze Zeit so an einem Stück spielen. Deswegen, da hört man dann irgendwann von alleine auf. Und der Rang war dann auch, ich glaube, außen oder sowas war das da. Obwohl, selbst in der Spielleitung steht, dass eigentlich der beste Rang nur der S-Rang sein soll. Aber den S-Rang erringt man relativ schnell, deswegen, obwohl, war es wirklich awesome oder war es noch irgendwas anderes? Special, Uber, Mega, Duper, ich habe keine Ahnung. Irgendwas Tolles war das auf jeden Fall. Und da habe ich mich wie ein Honigkuchenpferd auf eine gewisse Art und Weise gefreut. Aber gut, sei es drum. Wo wolltest du hin? Du wolltest nicht zum Baseballstadion. Du wolltest zur R&B Station. Da kürzen wir doch einfach mal hier so ab und stellen fest, dass es trotzdem von der Zeit verdammt knapp bemessen ist. Und jetzt muss ich mal bremsen. Und jetzt habe ich noch 2 Sekunden. Und jetzt brauche ich irgendeinen Fahrgast. Und jetzt nehmen wir den hier. Ups, Heliport. Komm, komm, komm. Ja, das ist das Blöde irgendwie. Man müsste normalerweise direkt neben den Fahrgästen natürlich auch parken, weil das nimmt natürlich auch Zeit in Anspruch, wenn die dann erst zum blöden Taxi hinlaufen müssen. Ups. Zu weit gesprungen, ich weiß es nicht. Slow Heliport. Ah, 8.004 Dollar. Okay, ja, das war meine Runde. Wir haben 8.004 Dollar und 27 Cent verdient. Ich bin im Rang auf Rang 3. Hab immer einen S-Rang erreicht. Das ist okay. Wir hatten 24 Fahrgäste. Und das ist der Abspann zu Crazy Taxi. Ich glaube, der Abspann kommt nur, wenn man S-Rang erreicht. Oder beziehungsweise S oder irgendeinen Rang darüber. Ich weiß nicht, ob er bei A kommt. Ich glaube, jetzt spontan meine ich. Ja, das war Crazy Taxi. Ein sehr interessantes, schönes Spiel. 8.004 Dollar. Wir haben irgendeinen Gewinner da draußen. Ich werde mich jetzt erstmal um das Video hier kümmern. Ich werde es bearbeiten. Ich werde es dann in geraumer Zeit hochladen. Und ja, dann irgendwann demnächst werde ich dieses Video hier eben hochstellen. Ihr werdet es sehen und ihr werdet dann zu diesem Zeitpunkt schon wissen, wer der Gewinner ist, weil dann habe ich es zu diesem Zeitpunkt auch schon ausgerechnet und ich bin sehr gespannt. Und ich bin vor allem auch sehr gespannt darauf, was für ein Spiel das dann tatsächlich sein wird, welches ich dann Let's Playen werde, darf. Also ich darf dann irgendein Spiel für von euch Let's Playen, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich rechne mit den üblichen Verdächtigen, also dass dann irgendwie, ja, irgendwas N64-mäßiges auf mich zukommt oder vielleicht auch irgendwas GameCube-mäßiges oder so. Ja, ein Mario-Spiel. Also ich werde es noch ein ganz kleines bisschen einschränken für diejenigen Personen, weil es soll mir ja natürlich auch Spaß machen, was ich dann Let's Playen werde. Aber keine Sorge, ihr habt trotzdem eine riesengroße Auswahl. Ich habe mehr als 300 Spiele bei mir zu Hause stehen. Gut, viele davon können wir irgendwie nicht Let's Playen, weil das sind dann vielleicht auch Handheld-Spiele, also DS-Spiele oder ähnliches. Das geht bei mir ja schon mal gar nicht. Und ja... Alles Weitere werden wir dann sehen. Vielleicht hat derjenige dann ja auch einfach Lust darauf, dass ich Crazy Taxi Let's Playen soll und dann denke ich mir hierzu noch irgendwas aus oder so. Ist ein schönes Spiel, ja. Wenn man mal zufälligerweise irgendwo drauf stößt, dann kann man es sich ruhig mal gönnen, finde ich. Ich glaube,
Die Nachfolger kann man sich auch mal angucken, Crazy Taxi 2 und 3, auch wenn ich die selber nicht gespielt habe, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Sega da irgendetwas Grundlegendes falsch gemacht hat. Ja. Und das war ein schönes Sega-Spiel. Das war Awesome Cabby. Da-da-da-da. Ja, ja, ich bin der Ich bin der Hör. Der Gas, der Hörgas, der End. Das ist egal. Rang 3. Es ist okay, ich bin zufrieden. Ja gut, das war alles, was ihr sehen wolltet. 8004, wer hat gewonnen? Ich habe keine Ahnung. Was wird das für ein Spiel werden, was ich jetzt demnächst let's playen werde? Ich habe noch keine Ahnung. Ich lasse mich diesbezüglich überraschen. Gut, okay. Und jetzt werde ich, wie gesagt, das Video bearbeiten und irgendwann dann eben den Gewinner ermitteln. Aber das, ja, ist egal. So, ich hoffe, es hat euch so einigermaßen gefallen. War eine spontane Idee, sowas jetzt an Weihnachten zu machen. Ich weiß nicht, ob ich sowas mal öfter machen werde. Wir lassen uns diesbezüglich überraschen. Gut, ich labe schon viel zu viel und es ist total unnützes Zeug. Deswegen machen wir an der Stelle jetzt Schluss. Und wir sehen und hören uns dann hoffentlich bald wieder. Also bis dahin. Herring Ray sagt, tschö mit Ö.